Hallo, Hallöchen, nach einer kleinen Ewigkeit, einer kleinen Ewigkeit ohne Budgeting-Video. Und ich bin mir nicht sicher, dass wir das vernünftig hinbekommen. Ich hatte ja schon gesagt, ich wollte eigentlich ein bisschen strukturierter, geordneter an die Sache rangehen, aber die letzten Wochen waren einfach total stressig und dann hatte ich so kaputte Finger, die sehen immer noch schlimm aus. Ich hatte hier zu meinem Renovierungsprojekt hatte ich Handschuhe an mit so einer Beschichtung von innen. Die haben wirklich an allen meinen Fingern überall die Haut abgelöst. Ganz schlimm. Und ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber wenn irgendwo was lose ist, man fängt an zu knibbeln, es sah noch viel, viel, viel schlimmer aus als jetzt und jetzt ist schon schlimm. Nun gut. Nichtsdestotrotz möchte ich einigermaßen Überblick behalten und habe mir gedacht, den Wochenabschluss oder die letzten 2 Wochenabschlüsse machen wir jetzt zusammen, schließen wir jetzt zusammen ab, damit das hier einigermaßen vorangeht wieder. Wir haben nämlich im Februar und wir haben ja schon die Mitte des Monats, deutlich die Mitte des Monats erreicht, müssen wir hier mal durch. Genau, ich schaue mal eben in mein schlaues Büchlein, denn sonst, ich habe es sonst gar nicht mehr im Kopf, wie hier was läuft. Das war wirklich ein heilloses Durcheinander. Ich habe mir in der KW 5, also in der ersten Woche im Februar, habe ich mir bei Lidl habe ich einen Großeinkauf gemacht für 36 Euro. Und das war tatsächlich auch das einzige Geld, das ich in der Woche für Lebensmittel ausgegeben habe. Ich habe jetzt immer Budget am Mittwoch in die Geldbörse gepackt. Das heißt, ich habe jetzt in meiner Geldbörse tatsächlich auch schon das Budget von der dritten Woche. Das ging jetzt nicht anders. In Home habe ich Geld für eine Pfanne ausgegeben, also in dem Sinking Fund Home. Ich habe mir das alles mal so ein bisschen aufgeschrieben. Ich lasse das hier jetzt mal auf dem Zettel und fasse das dann. Oder kam da noch was dazu? Ich überlege gerade. Ach genau, ich kann das zusammenfassen. Denn ich war dann noch bei Hornbach und bei Action und habe insgesamt nochmal 115 Euro für Home ausgegeben. Das heißt, 115 plus 36 sind 151 Euro. Ich schreibe jetzt hier mal minus 150 rein. So schräg schreiben ist auch nicht so mein Ding. Ich lege das mal beiseite. Weil ich sitze ja heute tatsächlich mal auf der anderen Seite des Tisches, weil ich an meinem Schreibtisch filme. Genau, das war einmal Home und das war bei Hornbach und bei Action Maler und Streich Equipment und ich habe mir Pflanzen gekauft. Genau, das waren insgesamt 150 Euro und das war am 3.2. und 6.2. Da hatte ich, nee, 4.2. und 6.2. da hatte ich das dann alles zusammen gekauft. Genau, dann wurde von den jährlichen Kosten meine Hausratsversicherung fällig. Das hat mich ein bisschen geärgert. Ich habe das Schreiben, dass die Hausratsnebenkosten, also dass die Kosten höher sind, zu spät bekommen, sodass ich dann auch die Versicherung nicht mehr kündigen konnte. Denn die haben jetzt einfach mal um 6 oder 7 Euro erhöht. Das macht aufs Jahr natürlich keinen Riesenunterschied. Aber ich habe die noch nie genutzt und andere Hausratsversicherungen bekommt man für einen günstigeren Kurs. Und deswegen werde ich die kündigen zum Ende des Jahres und mir eine andere Hausratsversicherung suchen. Und die hat 72 Euro und 31 Cent gekostet. Ich schaue mal eben, was ich hier rausgenommen habe. Jährliche Kosten, denn die habe ich natürlich ausgebucht, das ist ja klar. 73 Euro habe ich rausgenommen. Genau. Und das war auch noch am Anfang des Monats. Und aus Drogerie habe ich auch Geld rausgenommen, und zwar 7 Euro, beziehungsweise ich weiß gar nicht, ob ich die schon rausgenommen habe, das muss ich mir gleich mal angucken, denn es wurde wieder abgebucht, meine Small-Waschmittellieferung. Also ich bekomme alle 7 Wochen, 6 Wochen bekomme ich ein Paket mit Waschmittel zugeschickt. Das sind so kleine Säckchen, die waschen wirklich richtig gut und der Geruch ist auch fein. Und das kostet 7 Euro und ich muss nie wieder daran denken, dass ich Waschmittel kaufen muss. Und das ist auch besonders natur-, also umweltfreundliches Zeug. Richtig, also ich bin zufrieden, deswegen habe ich das Abo abgeschlossen vor einem halben Jahr. Genau, und ich glaube, das war's für die KW 5. Ja, reicht ja auch, würde ich sagen.
muss gerade mal eben schauen, ob das tatsächlich so passt. Ja, das passt, glaube ich, tatsächlich so. Einnahmen hatte ich keine. Nebenkosten keine Ausgaben, Notfall keine Ausgaben, Xmas natürlich auch nicht. Und ich weiß gar nicht, warum ich das jetzt... Achso, das ist ja der Start, stimmt. Hab mich gerade verwirrt, meine eigene Buchführung. Dann Tankstelle, da war ich tatsächlich auch. Ich habe doch getankt, wieso habe ich das denn nicht aufgeschrieben? Das war auch in der... Nee, das war in der zweiten Woche. Genau, dann machen wir mal weiter mit der zweiten Woche. Da war ich dann nochmal, hatte ich nochmal gut Ausgaben in Home. Und zwar war ich bei Tome, ich habe nochmal eine andere Farbe gekauft. Ich habe den Lieferanten meines Sofas 20 Euro Trinkgeld gegeben, also jeder von beiden hat 10 Euro bekommen. Ich habe eine Pflanze und so Kochbesteck, also einen neuen Kochlöffel und Pfannenbänder habe ich in Porta gekauft, also so ein Möbelladen hier bei uns. Und das Laminat habe ich gekauft. Und das heißt, ich hatte Ausgaben von 555 Euro in Home und bin damit tatsächlich im Minus. Ich habe das Geld von meinem Puffer vom Konto genommen, beziehungsweise aus meinem, ich lege ja immer 30% meiner Gewerbeeinnahmen lege ich zurück, obwohl ich das nicht müsste, weil natürlich habe ich auch Ausgaben, die man gegenrechnen kann. Und natürlich muss ich da nicht komplett die 30% versteuern. Davon habe ich das jetzt genommen. Ich muss mal gucken, wie ich das wieder glatt ziehe. Da habe ich aktuell, habe ich mir da noch keine großen Gedanken drum gemacht, aber das waren tatsächlich die Ausgaben, also viel, viel, viel Geld. Und das Laminat wird auch erst in den nächsten Wochen gelegt. Ich bin gerade so froh, dass hier einmal alles in Ordnung ist und ja, von daher wartet das jetzt erstmal ein bisschen. Dann hatte ich Ausgaben in Kosmetik, also in Beauty. Und zwar habe ich mir eine Lidschattenpalette gekauft, inklusive Versand habe ich dafür 45 Euro bezahlt, habe ich Secondhand, also die war nur geswatcht, bei Shopping for Olympia bei der lieben Sarah gekauft. Und dann habe ich noch eine schöne Gesichtsbehandlung machen lassen. Das hat auch richtig gut getan nach der ätzenden Erkältung und ja, das gönne ich mir aber auch wirklich nur alle halbe Jahr mal, ne? Das ist einfach... Geht einfach ganz schön ins Geld und insgesamt hat mich das alles zusammen 140 Euro gekostet, inklusive Trinkgeldern und allem drum und dran. Genau, ich muss jetzt allerdings auch nochmal Geld zurücklegen, denn so viel Geld ist in dem Beauty-Topf gar nicht drin, weil nächste Woche Freitag geht es zum Augenbrauen-Nacharbeiten und ja, da muss ich tatsächlich ein bisschen Geld beiseite legen. Da geht gar nichts drumrum. Dann hatte ich HelloFresh, eine Box für 30 Euro. Ich zeige euch da auch immer mal wieder ein bisschen was in meinen Vlogs. Das war ein bisschen unglücklich. Normalerweise suche ich mir aus, welche Gerichte ich möchte. Ich habe aber vergessen abzubestellen. Nichtsdestotrotz waren die Gerichte sehr lecker und ich habe sie mir ein bisschen abgewandelt. Das eine war nämlich mit Fleisch. Und genau, aber es war trotzdem sehr, sehr, sehr gut und ich habe immer Codes, die ich verschenken kann, mit denen ihr dann quasi die erste Box umsonst bekommt. Also schreibt mich da gerne an, wenn ihr da Interesse habt. Ich bin nicht affiliated mit, obwohl, ist man affiliated? Also jeder, der bei HelloFresh eine Box abonniert hat, der bekommt, wenn er Freundschaftswerbung macht, 5 Euro Guthaben, die dann quasi mit den nächsten HelloFresh-Boxen verrechnet werden. Also so oder so. Ist es natürlich trotzdem ein schönes Goodie, würde ich sagen. Also kann man das auch Affiliated nennen, auch wenn ich offiziell über YouTube natürlich. So, weiter geht es. Das heißt, bei HelloFresh hatte ich eine Ausgabe in Höhe von 30 Euro. Und dann war ich noch beim Aldi und beim Lidl und habe insgesamt... Also bei Aldi habe ich 8 Euro ausgegeben und bei Lidl 3. Genau, damit komme ich dann auf 41 Euro.
in der zweiten Woche. Und wie ihr seht, hier waren es 36 Euro, hier waren es 41. Und auch wenn ich nichts aufgeschrieben, also aufgeschrieben habe ich ja, auch wenn ich nichts abgeschlossen habe, keine Wochenabschlüsse gemacht habe, habe ich mir natürlich das Geld beiseite gelegt, weil ich möchte, dass ihr alles mit rechten Dingen zugeht. Ich möchte ja, dass meine Box wächst. Das ist meine 52 Weeks Challenge. Hier habe ich 52 Umschläge drin. Und gefüllt haben wir, glaube ich, vier. Das heißt, Woche 5 und 6 kann ich jetzt noch bepacken. Und in Woche 5 waren ja 4 Euro. Nein. Ich habe was vergessen. Sorry, Leute. McDonald's habe ich vergessen. Das waren 10. Ich wollte gerade sagen, hä, das waren noch keine 50 Euro, sondern nicht nur 4 Euro übrig geblieben. 46 waren es. Genau. War ich bei McDonald's. Also KW5 und waren 4 Euro. Ich finde das so toll. Vor allen Dingen, weil man halt auch irgendwann den Überblick so ein bisschen verliert, wie viel hat man schon reingepackt. Und das ist dann quasi zum Ende des Jahres eine Überraschung. Und in der KW6 sind 9 Euro übrig geblieben und die kommen dann auch in den Umschlag. Genau. Ich bin mal gespannt, ob ich es schaffe, hier auch wirklich alle 52 Wochen reinzupacken. Aber ich habe so eine Freude daran, mir diese kleinen Umschläge anzugucken. Super gut. Das ist quasi meine Spardose. Gut, weiter geht es. Ich habe in der Drogerie 3 Euro ausgegeben für Taschentücher. Ich war so schlimm erkältet. Theoretisch war das nicht Drogerie, sondern ich habe die bei Lidl gekauft, aber ich wollte die nicht aus dem Lebensmittelbudget nehmen, weil das Ganze so ein bisschen verfälscht. Und ich war am 8.2. tanken und habe 50 Euro ausgegeben. Und ich habe auch Geld aus Fun Money ausgegeben, aber da ich das ja nicht so richtig tracke, ist das gerade ein bisschen schwierig. Ich muss gerade mal gucken, wie viel hier in meinem Fun Money Umschlag noch drin ist. Moment mal. So, das ist meine hübsche kleine Geldbörse, die ist auch immer in der Infobox verlinkt. Drogerie, da können wir auch direkt mal schauen, waren 20 Euro drin, sind noch 10 Euro drin. Tankstelle waren 70 Euro drin, sind nach den 50 Euro noch 20 Euro drin. Giving, die 5 Euro sind noch drin. Fun Money habe ich hier noch 30 drin, denn ich habe von meinem Fun Money tatsächlich beim Bäcker mit jemandem Kaffee getrunken und ein Stück Kuchen gegessen. Und ich finde, das kann man auch super davon nehmen. Das heißt, das sind 10 Euro weniger. Und genau, ein Lebensmittel, aber es ist wie gesagt schon das neue Budget, sind noch 30 Euro drin. Wir haben heute Samstag und das Budget geht bis einschließlich Dienstag. Das heißt, da passt noch alles. Da muss ich mal eben schauen. Ich hatte nämlich Einnahmen. Und zwar habe ich meine Kerzenständer verkauft für 40 Euro. Das heißt, in privaten Einnahmen hatte ich 40 Euro und Versandkosten, klar, sind 1:1 abgegangen. Und bei YouTube hatte ich auch Einnahmen und zwar nach Abzug der Steuern waren es 135 Euro. Es ist echt immer wenig am Anfang des Jahres, aber ich freue mich natürlich trotzdem über jeden Euro, der da reinkommt, ohne Frage. Wieso habe ich das hier so komisch eingetragen? Das ist doch falsch. Die 73 Euro müssen hier runter. Hier muss rein, was ich am Anfang des Monats reingepackt habe. Das korrigiere ich gleich noch. So, das heißt, wir müssten hier zwei... Da gab es wieder eine kleine Zwangspause. Genau, also wir haben 155... Warte mal. 175 Euro, die wir verstopfen müssen. Und ja, im Prinzip, wir müssen hier erstmal ein bisschen schauen, weil wie gesagt, ich habe kaum in die Umschläge geguckt, ich habe manchmal was rausgenommen und bin mir nicht so sicher, dass das hier alles so passt. Ich gucke mal, ob ich das hier ein bisschen rauszoomen kann. Nee, rauszoomen geht nicht.
Leg das mal beiseite, ob das hier alles so passt. Hier sind nämlich auch schon die nächsten Rechnungen. Ja, im Moment ist es irgendwie nur, wie nennt sich's, Brandbekämpfung und noch nicht wirklich mit Sparen. Andererseits, es ist natürlich schon so, dass ich das inzwischen viel besser im Griff habe. Ich weiß nicht, was euch geht, aber jeder, der irgendwie so ein normales Einkommen hat, vielleicht auch noch alleine lebt, da ist es nicht so einfach, Hunderte von Euros beiseite zu schaffen. Das funktioniert einfach nicht so leicht, das ist nun mal so. Und ja, da muss man halt einfach ein bisschen schauen, wie man dann was macht. Und so ein Wohnzimmerprojekt, das wird mich jetzt tatsächlich mit Boden, Couch, Tisch, Farben, das hat schon viel Geld gekostet, ne? Das muss ich schon sagen. Nun gut, aber wir machen mal weiter. Also aus dem Emergency Fund habe ich natürlich nichts rausgenommen. Nebenkosten habe ich auch nichts rausgenommen, aber auch nichts reingepackt. Weihnachten auch nicht. Jährliche Kosten habe ich Hausrat rausgestrichen, 73 Euro rausgenommen. Das heißt, hier müssten jetzt auch 102 Euro drin sein. Und ja, hier habe ich die 2 Euro tatsächlich reingepackt. Die sind hier und das sind 100 Euro, wie ihr seht. Genau, das passt also. Und das geht tatsächlich auch auf. Also das ist wirklich gut berechnet, dass das Geld dann auch immer da ist, wenn es fällig wird. Und am Anfang des Jahres sind es natürlich die höchsten Kosten, sonst so zum Ende des Jahres. Ich finde, Amazon ist auch ganz schön teuer. Da überlege ich immer noch, ob ich das vielleicht mal kündigen sollte. Genau, aber soweit bin ich noch nicht. Yes, Weihnachten. Dann hatte ich ja erzählt, hatten wir Ausgaben in Beauty. Das waren 140 Euro. Und hier müssten dann noch drin sein 30 Euro. Genau. Und das passt auch. Hier ist noch die Quittung von meiner Beauty-Behandlung. Genau, das passt auch. Dann hatten wir Ausgaben aus Health hatte ich noch nicht, aber die Rechnung ist jetzt da. Die werde ich jetzt auch nächste Woche bezahlen. Ich habe zwar 4 Wochen Zeit, aber was weg ist, ist weg. Ich habe letztens noch mit meiner Freundin drüber gesprochen. Also aus Health ist noch nichts raus. Geschenke habe ich was umgeschichtet aus Sonstiges, weil ich hier Geld brauche, weil der Geburtstag einer meiner engsten Freundinnen ansteht und nächsten Monat auch eine andere Freundin zum Essen eingeladen wird. Aus Home ist ganz, ganz viel Geld raus, aber ich habe das Geld fürs Laminat hier noch nicht rausgenommen. Und da seht ihr gleich, was ich meine. 315 Euro müssten hier drin sein. 150, 250, 70, 90, das passt. 315 Euro, das packe ich jetzt auch direkt beiseite. Das Laminat hat 480 Euro gekostet und diese anderen Sachen wie Bodenleisten und Trittschall, die Schellen, um die Bodenleisten daran zu befestigen, das wird alles auch nochmal so um die 120 Euro kosten. Das muss ich auch erst noch zusammensparen, aber wie gesagt, dadurch, dass ich das Laminat jetzt noch nicht verlege, ich packe das jetzt erstmal in den Keller, ist da alles in Ordnung und ja, trotzdem bin ich hier quasi im Minus. Das kann ich auch mal genauso aufschreiben. Das Laminat hat mich, ich gucke mal eben auf meine Rechnung, 475 Euro gekostet, Laminat. Ich weiß jetzt gar nicht, den wievielten wir haben. Ich schreib jetzt einfach mal Laminat. Minus 475 Euro. Und ihr seht schon, 475 minus 315, das ist ein Minus. Oh Gott, oh Gott. Ein Minus von 160 Euro und die, das Geld für das zusätzliche Geld für den ganzen anderen Kram sind ja wie gesagt nochmal 120 Euro. Das geht davon natürlich auch nochmal ab. Das heißt, im Prinzip muss ich hier jetzt dringend 280 Euro reinsparen, damit ich möchte, also auch wenn das Geld als Puffer auf dem Konto ist und das auf meinem geschäftlichen Verrechnungskonto ist und ich das Geld auch in der Menge nicht brauche, ist es trotzdem ein gutes Gefühl, dass es da ist und ich möchte gerne, dass das irgendwie ausgeglichen ist oder ich mache jetzt schnell meine Steuererklärung und schaue, wie viel davon ich tatsächlich brauche und kann das dann da reinpacken. Das muss ich mal gucken, das weiß ich noch nicht so genau.
Genau, aber hier bin ich auf jeden Fall fett im Minus und ich glaube, das ist das erste Mal, seitdem ich budgetiere, dass das passiert ist, aber es ging halt jetzt einfach nicht anders. Genau, also 315 Euro kommen in den Back-to-Bank-Umschlag, weil ich das natürlich von mit Karte bezahlt habe. Ja, das dazu. Dann YouTube gab es keine Ausgaben, Fashion nicht wirklich, Reisen nicht, Auto nicht, sonstiges hatte ich die 20 Euro verrechnet und in den Geschenkeumschlag gepackt, weil das jetzt einfach wichtiger war, als dass man da irgendwie einen Puffer auf dem Konto, einen Puffer hat. Den spare ich dann einfach neu an. Weil ich habe zwar schon ein paar Sachen zusammen, aber ich habe noch was gefunden, das ich gerne schenken möchte und damit wäre ich dann quasi safe. Ja, also ein Hin und Her, ihr seht es. Und wie gesagt, wir haben hier 175 Euro an Zusatzeinnahmen, die ich gerne verstopfen möchte. Dadurch, dass halt diese Beauty-Ausgabe ansteht und die wird mich 130 Euro, glaube ich, kosten. Genau, 130 Euro wird mich diese Beauty-Behandlung kosten. Die Augenbrauen machen, kommen hier direkt auf die 100 Euro rein, damit der Umschlag gefüllt ist. Ja, hier ist jetzt irgendwie ein bisschen durcheinander. Hier steht jetzt Gesichtsbehandlung 110, das hat sie nicht gekostet. Und die Lidschattenpalette hat 40 Euro gekostet, plus Versandkosten 45. Das geht hier nicht auf, aber die 30 Euro passen trotzdem. Deswegen lasse ich es jetzt einfach mal so drin. Aber was ich mir da gedacht habe, weiß ich auch beim besten Willen nicht mehr. Naja, nun gut, wir haben heute den... Ach, ich trage jetzt hier auch einfach mal den 13. ein, auch wenn es nicht richtig ist, weil wir schon viel später haben, aber sonst komme ich hinterher gar nicht mehr hinterher. Oder wir nehmen den 14.2. Genau, obwohl das war Dienstag. Ja, nun passt das ja ungefähr. Zusatzeinnahmen plus 100, weil dann habe ich das Geld für die Augenbrauen drin. Genau, und wie gesagt, das ist jetzt am kommenden Freitag. Ich freue mich sehr. Sie sehen zwar noch ganz gut aus, aber da es ja im Mai auf einen Roadtrip geht, möchte ich, dass alles richtig schön verheilt ist und ich mir da keine Sorgen mit der Sonne machen muss. Genau, Beauty. Und dann haben wir hier noch... 75 Euro, davon packen wir nochmal, weil da brauche ich noch ein bisschen Puffer. Packen wir hier nochmal 50, das was ich da noch gekauft habe oder bestellt habe, kostet und dann brauche ich noch das. 70 Euro müssen hier also drin sein, das heißt 70, das packe ich jetzt 20 rein. Wir packen 25 rein. Was drin ist, ist drin. Und ich trage, wie gesagt, mal den 14.2. ein, weil das das Ende der zweiten Woche war im Februar. Zusatzeinnahmen plus 20 gleich 70. Und wie gesagt, da geht ja auch direkt wieder was raus. Also es ist mehr so ein Hin- und Herschieben. Es ist nicht wirklich Sparen. Sparen sind für mich hauptsächlich die Sinking Funds 1. Die Sinking Funds 2, diese ganzen Pötte, sind auch zum Ausgeben da. Und dann haben wir hier noch 50 Euro aus Home oder 50 Euro über und die möchte ich gerne in Home packen, um da das Minus auszugleichen. Das heißt Zusatzeinnahmen 14.2. plus 50, das heißt wir sind dann nur noch 110 Euro im Minus und das kommt dann auch direkt wieder zur Bank. Hätte ich es auch gar nicht abheben müssen, aber so ist es zum Visualisieren für mich tatsächlich ein bisschen klüger. Bis wir hier wieder was aufgebaut haben, das wird wohl noch ein bisschen dauern. Drückt mir die Daumen, dass die, ja, obwohl ich weiß ja, was ich aus den YouTube-Einnahmen diesen Monat noch erwarten kann. Es ist nicht die Welt und das hier ist auch Back to Bank. Das hat aber nichts mit dem Home-Umschlag zu tun. Genau, das dazu. Ein bisschen wild, ich weiß. Ich bin froh, wenn hier alles für die Wohnung bezahlt ist, dann kann ich auch wirklich dran gehen und wieder so ein bisschen sparen für die wichtigen Dinge. Also mein Emergency Fund muss aufgebaut werden. Nebenkosten möchte ich auch irgendwie ganz gerne zur Mitte des Jahres vielleicht zumindest auf 350, 400, das klappt locker,
Alles andere, ja, Auto muss auch unbedingt mehr rein. Ich sollte Auto auch zum Sinking Fund 1 machen, weil das ist definitiv ein Thema, wurde ich auch schon mehrfach drauf angesprochen. Melanie, du steckst da jedes Jahr 1000 bis 1300 Euro an Reparaturen rein. Macht es vielleicht Sinn, den Wagen dann vielleicht doch mal gegen ein neueres Modell auszutauschen? Sicher, aber für 1000, 2000 Euro kriegt man halt auch nichts Anständiges wieder. Und dann macht es vielleicht mehr Sinn, einfach jedes Jahr 1000 Euro in Reparaturen zu stecken oder 1200 Euro und den Wagen halt einfach weiter am Laufen zu halten. Weil eine Finanzierung für 100 Euro im Monat gibt es für ein vernünftiges, neueres Auto auch nicht. Das muss ich mir echt mal in Ruhe überlegen, da bin ich noch nicht so weit. Genau, also das hier auf jeden Fall ein wildes Video. Ich hoffe, ihr hattet trotzdem ein bisschen Spaß dran. Manchmal struggelt man halt und dann klappt das alles nicht so, wie man sich das vorstellt. Das ist natürlich super schade. Das hier werde ich noch korrigieren, damit das beim nächsten Mal, wenn wir uns sehen, vernünftig aussieht, weil das hier... Die erste Spalte ist für mich ja nicht die erste Woche, sondern quasi das, was ich da reinlege. Und das waren Sinking Fund 1 plus 50 Euro in die jährlichen Kosten. Nebenkosten hat 20 bekommen. Notfall hat... Nebenkosten, jährliche Kosten, Notfall. Genau, die beiden haben 20 gekriegt. Genau. Und sonst ist hier Gott sei Dank nichts passiert. Ich finde es immer gut, wenn aus den Sinking Funds 1 nichts rausgeht, aber wie gesagt, die anderen Sinking Funds 2, das ist halt... Ich spare es an, um es auszugeben. Es ist nun mal so. So, ich glaube, wir haben jetzt genug gequatscht oder ich habe genug gequatscht. Ich hoffe... Das hat alles ein bisschen Sinn ergeben und den nächsten Wochenabschluss werde ich definitiv Mitte nächster Woche hochladen. Das verspreche ich euch an der Stelle, damit das nicht wieder so ein Hin und Her gibt. Ich bin sehr, sehr gespannt. Drückt mir die Daumen, dass alles so läuft, wie ich mir das vorstelle. Passt auf euch auf, fühlt euch gedrückt und bis bald. Tschüss!